Liebe Zuschauer, wir wollen Sie heute noch einmal mit einer Flut von Karten traktieren, weil wir glauben, dass das vielleicht noch mal ganz interessant und wichtig ist, um noch ein bisschen die Hintergründe dieses Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern zu verstehen, vor allem nach dem, was jetzt in der vergangenen Woche in der UN-Vollversammlung geschehen ist. Und es gibt zwei Themen, die Israel besonders wichtig sind und wo man heutzutage eigentlich Israel gar nicht mehr richtig verstehen kann. Israels ganz große Angst ist, dass es seine Legitimation verliert. Und in der Tat gibt es natürlich Propagandabestrebungen verschiedener Gruppen, auch in der muslimischen Welt, zu sagen, Israel hat eigentlich gar kein Existenzrecht. Solche Diskussionen werden geführt und Israel hat einfach ein großes Problem damit, weil es A natürlich weiter existieren will, klar. Andererseits auch, weil es sagt, wieso haben wir gar kein Existenzrecht? Wir sind mit genau dem gleichen Recht da wie alle anderen Staaten um uns herum, die ja auch eigentlich willkürlich geschaffen würden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich nochmal die Frage, warum wollen Israelis, warum will Israel unbedingt einen Teil zumindest des besetzten Gebietes behalten? Was steckt da eigentlich dahinter? Und da möchten wir Sie einfach nochmal ein bisschen durch ein paar Karten führen und zwar nochmal zurückgehen in die Vergangenheit. Und wir sehen hier auf dieser allerersten Karte, das ist das Osmanische Reich, im Jahre 1801. Also all das hier, was grün ist, ist das Osmanische Reich, man kann schon fast sagen ein Weltreich. Und Sie sehen hier unser Berichtsgebiet, Sie sehen hier also das Heilige Land, Bethlehem, Jerusalem, Jaffo, Akko. Sie sehen hier Damaskus, also Teil von Syrien. Sie sehen hier klein eingezeichnet Libanon mit den Städten Beirut und Tripoli. Und Sie sehen aber auch, dass man hier hinten noch gar nicht die werdenden Staaten überhaupt sieht, Irak etc., sondern wir sehen hier Mesopotamien, Kurdistan, Armenien, so ist das alles eingezeichnet. Also die Grenzen sind hier alle noch fließend und sind noch gar nicht richtig geschaffen, so wie heute die Staaten ausschauen. Und auch dieser Teil hier, der nicht zum Osmanischen Reich gehört, wird einfach nur Arabien genannt. So, jetzt gucken wir mal eins weiter. Dieses Osmanische Reich, die Karte kommt jetzt mal da weg, dieses Osmanische Reich brach ja zusammen im Ersten Weltkrieg. Und während des Ersten Weltkrieges haben Franzosen und Engländer sich das Gebiet hier im Nahen Osten einigermaßen aufgeteilt. Und zwar gab es eine Verabredung, das heißt der sogenannte Sykes-Picot-Plan von 1916. Der sah also vor, dass man diese ganze Region hier folgendermaßen aufteilt. Ich will das jetzt mal nochmal, damit man weiß, wo wir uns überhaupt befinden. Das ist die Sinai-Halbinsel mit Ägypten. Und hier Gaza, Jerusalem. Hier ist das Heilige Land, das, was wir heute Israel bzw. Palästina nennen. So, und da sehen wir, dass also die Auflösung dieser Zonen so aussah. Diese Zone hier, dieses rosa Gebiet, das bis hinüber nach Persien reicht, stand unter britischem Einfluss. Dieses Gebiet, Bagdad-Basra, bis hinunter Kuwait, also eben auch schon ein Teil des späteren Irak, das stand unter britischer Kontrolle. Hier sieht man französischen Einfluss, Damaskus, also später Syrien, Aleppo, Mosul, das stand unter französischem Einfluss. Und hier mit Beirut, also auch mit dem, was Libanon heute ist, die sogenannte direkte französische Kontrolle. So hat man sich das aufgeteilt. Und hier ist sozusagen das alliierte Kondominium, natürlich auch unter britischem Einfluss vor allem, ist hier das eigentliche Mandatsgebiet Palästina. All das hier steht eben auch dann unter britischer Herrschaft. So, und so sah das tatsächlich aus. Und aus dem heraus entwickelten sich dann allmählich die Staaten, so wie man sie heute mehr oder weniger kennt. Palästina selber sah dann unter dem britischen Mandat so aus. Dieses gesamte Gebiet hier wurde als palästinensisches Mandatsgebiet bzw. britisches Mandatsgebiet Palästina bezeichnet. Und Sie sehen, das beinhaltet nicht nur das, was wir heute als Palästina oder Israel und so weiter bezeichnen, sondern es beinhaltet auch all das, was hier als Transjordanien, Transjordan benannt wird. Und das ist ja auch eben heute ein Teil des heutigen Jordanien. Hier sehen wir bereits Irak, hier sehen wir noch Syrien gemeinsam mit dem Libanon, das war ja alles mal eins, das ist auch erst allmählich
zu zwei Staaten geworden. Auch der Irak entwickelte sich. Und Sie sehen natürlich, dass diese Grenzlinien hier, weil sie auch so gerade sind, natürlich alle willkürlich gezogen wurden. Und das heißt, dass im Grunde genommen ein großer Teil der Staaten, die wir heute hier im Nahen Osten haben, und so argumentieren die Israelis, mehr oder weniger genauso willkürlich geschaffen würden, wenn man das schon so sagen will, wie der Staat Israel. So, und so, wie gesagt, sah das aus. Also das alles hier unter der Herrschaft der Briten, sowohl das heutige Israel mit Palästina, also das sieht man, hier ist das Tote Meer, hier ist der See Genezareth, das hier, diese natürliche Grenze, das ist der Jordanfluss, und dann hier drüben mit Amman, das alles, was dann auch mit Teil des heutigen Jordanien ist. Nun gab es aber, nachdem Juden aus der ganzen Welt schon nach und nach eingewandert sind, nach Palästina, einerseits eben aus zionistischer Überzeugung, dass man wieder einen eigenen Staat braucht, andererseits aber auch, weil man natürlich vor dem Nazi-Terror in Europa fliehen musste. Nun gab es also immer mehr und mehr Juden in diesem britischen Mandatsgebiet. Und was man nicht vergessen darf, im Jahre 1917 hat Lord Balfour erklärt, dass die Juden ein Anrecht auf Palästina als nationale Heimstätte haben. Damit begann der Konflikt eigentlich, wenn man schon so will. Nämlich da haben die Briten als Mandatsmacht bereits gesagt, Juden haben ein Anrecht, hier einen Nationalstaat sozusagen zu errichten. Was natürlich von Anfang an auch den Arabern in der Region und nicht nur dort gar nicht passte. Jetzt gehen wir mal weiter. So, wir sehen jetzt hier das Jahr 1947. Es gab nämlich einen UNO-Teilungsplan, und zwar die sogenannte UNO-Resolution 181, die vorsah, setze ich mich mal hin, die vorsah, wie das Land, wie Palästina aufgeteilt werden sollte. Und wenn man sich das hier anschaut, dann ist die Aufteilung hier in etwa so geschaffen, wie damals auch die Verteilung der Bevölkerung dem etwa entsprach. All das, was blau ist, sollte ein jüdischer Staat werden. All das, was beige ist, sollte ein arabischer Staat werden, denn Palästinenser, ein palästinensischer Staat, ein palästinensisches Volk, das gab es damals noch nicht in der Begrifflichkeit, das entstand erst später. So, und selbst hier Jaffa, was heute ein Teil von Tel Aviv geworden ist, Sie sehen auch, das ist hier beige, natürlich eine arabische Stadt, wurde dann eben auch so als eine kleine Enklave angesehen, so hatte man sich das gedacht, dass das eben auch ein Teil des arabischen Staates werden soll. Und Jerusalem vor allem sollte so eine Art internationale Verwaltung kriegen. Das heißt, die ursprüngliche Idee des UNO-Teilungsplans von 1947 war, dass das so aufgeteilt wird. De facto bedeutete das, dass das, was die Juden bekämen, sehr viel kleiner ist, als was sie dann später tatsächlich hatten. Und die jüdische Gemeinschaft, die hier lebte, sagte ja. Die hat den Teilungsplan akzeptiert. Die arabische Welt hat Nein gesagt. Das ist auch eines der Argumente Israels, dass es sagt, wir waren ja bereit zu teilen. Und wenn ihr damals nur bereit gewesen wärt zu teilen, dann hättet ihr ja sehr viel mehr bekommen, als ihr jetzt nun tatsächlich habt oder auch später mal bekommen werdet. So, dann kam 1948 der sogenannte Unabhängigkeitskrieg, wie die Israelis ihn nennen. Und die Araber, vor allem die Palästinenser, nennen das natürlich die Nakba, die Katastrophe. Denn damals flohen aus diesem ganzen Gebiet hier Richtung Osten, auch Richtung Süden, Richtung Norden, flohen etwa 600.000, ich sage jetzt mal, Palästinenser, die einerseits, wohlgemerkt, flohen, andererseits aber auch von den Israelis de facto vertrieben wurden. Und in diesem Krieg eroberten die Israelis weitere Gebiete dazu, also mehr Gebiet, als was nach diesem UNO-Teilungsplan ihnen eigentlich hätte zustehen sollen. Und das kann man hier auf dieser Karte erkennen. All das, was hier so violett eingezeichnet ist, ist das, was die Israelis zusätzlich erobert haben. Also wenn man nochmal vergleicht, das hier war vorgesehen zum Beispiel als Teil eines arabischen Staates, hier in der Negev-Wüste haben die Israelis erobert. All das hier war vorgesehen als Teil eines arabischen Staates, haben die Israelis erobert. Hier oben mit Nazareth und Akko war vorgesehen als Teil des arabischen Staates,
haben die Israelis erobert. Es blieb also übrig, damals nach Ende dieses Krieges, als man dann auch 1949 eine Waffenstillstandslinie gezogen hat, es blieb ein Israel übrig, was heute als sogenanntes Kernland Israel angesehen wird. Denn diese Grenzen waren mehr oder weniger die Grenzen, wie Israel geblieben ist bis zum Sechstagekrieg 1967. Und diese Grenzen sind nicht mehr zur Diskussion. Das ist, wie man das heute nennt, die sogenannte grüne Grenze von 1967. Und wenn beispielsweise Barack Obama, der amerikanische Präsident, davon redet, dass die Friedensverhandlungen auf der Basis der Grenzen von 1967 passieren sollen, dann heißt das im Grunde genommen, diese Grenzen sind auf alle Fälle die Grenzen Israels. Nun haben wir hier also die Situation, ich gehe zur nächsten Karte. Hier haben wir eigentlich nochmal die Situation, die ich Ihnen gerade eben gezeigt habe, nämlich, dass Israel mehr oder weniger in den Grenzen von 1949, die dann geblieben sind. Das ist jetzt alles hier das Blaue. Und dann sieht man hier in Rosa gehalten, das, was die Israelis 1967 im Sechstagekrieg alles erobert haben. Sie haben von Ägypten die ganze Sinai-Halbinsel erobert, die sie später im Friedensvertrag mit den Ägyptern zurückgegeben haben. Können wir vergessen. Sie haben hier oben die Golanhöhen von Syrien erobert, die nach wie vor in israelischer Hand sind, wurde auch annektiert. Es gab immer wieder Versuche, mit den Syrern zu verhandeln, um da irgendwie Frieden zu schaffen und die Golanhöhen mehr oder weniger zurückzugeben. Diese ganzen Verhandlungen sind immer wieder gescheitert. Mal wollte die eine Seite zu viel oder die andere. Also irgendwie kommen die miteinander nicht klar und einstweilen ist das immer noch in israelischer Hand, hat uns auch nicht zu interessieren im Moment für das Thema eines palästinensischen Staates. Bleiben also diese zwei Gebiete, die erobert wurden. Das eine ist der Gazastreifen und das andere ist das hier, was heute als Westjordanland angesehen wird oder bezeichnet wird oder auf Englisch Westbank. Das aber, darf man auch nicht vergessen, war Teil Jordaniens. 1967 war das noch ein Teil Jordaniens. Also es war in dem Sinne kein Niemandsland, sondern es war einverleibt worden. Damals, als man Jordanien geschaffen hat, den Staat Jordanien geschaffen hat, ist das einverleibt worden als Teil Jordaniens und das sollte sozusagen da bleiben. Gut, dann haben die Israelis das erobert und dann begann die Problematik. Und die Problematik begann eben damit, dass dieser Teil, diese sogenannte Westbank, das Westjordanland, im Grunde genommen das eigentliche Land Israel ist, wo sich eben der große Teil der Geschichte der Torah des jüdischen Volkes in der Bibel im Alten Testament abgespielt hat. Und das ist der emotionale Grund, warum, jetzt gehe ich erstmal zu dieser Karte, warum Israel sagt, wir haben ein Anrecht von alters her, seit 3000 Jahren auf dieses Land, denn das war das Land unserer Vorväter. Und auf dieser Karte, wo wir jetzt noch einmal die Westbank sehen, das Westjordanland, sind die wichtigsten Städte hier eingetragen. Hebron, Bethlehem, Jerusalem, Ramallah, Jericho, Salfit, Nablus, Tubas, Jenin, Tulkarem. Hier befinden sich auch in diesem eroberten Gebiet die größten Heiligtümer des jüdischen Volkes. Das macht das Ganze natürlich emotional einfach nochmal wahnsinnig schwierig. So wie ich Ihnen das letzte Mal, das ja schon im letzten Blog erklärt habe, hier in Ostjerusalem, in der Altstadt, der Tempelberg, wo die beiden jüdischen Tempel standen, bis zum Jahre 70 nach Christus, als Titus, als die Römer unter Titus dann diesen Tempel zerstört hatten. Und von diesem Tempel steht noch die sogenannte Westmauer, die Klagemauer, das wichtigste Heiligtum der Juden. Zwischen Jerusalem und Bethlehem liegt das Grab der Stammmutter Rachel, also auch ein ganz wichtiger Ort für das jüdische Volk. Hier in Hebron ist die sogenannte Höhle Machpelah, wo die Stammväter auch zum Teil mit ihren Frauen begraben sind. Abraham, Isaac und Jakob, auch heilig für die Muslime, weil sie natürlich auch Ibrahim als ihren Stammvater ansehen. So, also wieder ein ganz wichtiges Heiligtum. Dann gibt es hier in Ostjerusalem, in der Nähe von Ostjerusalem, das Grab des Propheten Samuel. Dann gibt es hier oben zum Beispiel die Stadt Nablus,
die in der Bibel noch, in der Tora noch Schrem heißt und eine jüdische Stadt dann war. Und überall hier, wo vielleicht dann zum Beispiel keine Heiligtümer mehr sind, befinden sich aber sehr viele Orte, Plätze, Stellen, wo bestimmte Ereignisse in der jüdischen Geschichte, in der Bibel einfach stattgefunden haben, wo Gott sich Abraham offenbart hat oder Jakob mit dem Engel gerungen hat und so weiter und so weiter. Und insofern ist also dieses Land, so sagt Israel, natürlich ein Teil des Landes, das dem jüdischen Volk zugehört. Das ist also die Problematik. Und was natürlich gesagt wird, ist, wenn es darum geht, ich gehe nochmal zurück zu dieser Karte hier von 1967, dass die Israelis sagen, wenn man also sagt, das hier ist alles willkürlich, also die Israelis nehmen hier willkürlich Land, dann sagen sie, Moment, 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 das war ja mal jordanisch. Und dass das jordanisch war, und dann fängt man auch an, im Bereich der internationalen Rechts zu kommen, es gab international nur zwei Staaten, die anerkannt hatten, dass dieser Teil, also die heutige Westbank, ein Teil Jordaniens ist. Und das waren nur die Briten und Pakistan. Das heißt, dass die Israelis dann dieses Land erobert hatten, haben sie gesagt, dieses Land gehört de facto eigentlich niemandem, weil es wurde international ja nie anerkannt. Da kommen wir jetzt in die ganze Rechtsdiskussion herein, darauf will ich gar nicht eingehen, da bin ich kein Spezialist. Aber interessant ist einfach nur so viel als Information, dass es da sehr verschiedene Rechtsanschauungen gibt. Und aus diesem Grund, sagen vor allem natürlich die Siedler da, hätten sie also sowieso ein Anrecht da hier, sich zu siedeln, weil es gar kein erobertes Gebiet ist, sondern oder besetztes Gebiet, wo man ja dann nach internationalem Recht nicht siedeln darf, sondern es ist ja, sagen sie zum Teil, sowas wie Niemandsland, unabhängig von den religiösen Begründungen, warum man hier siedelt. So, und die Jordanier, König Hussein, hat dann irgendwann einmal seinen Anspruch auf diese Westbank aufgegeben. Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, war das im Jahr 88. Und gesagt, sollen die Palästinenser da drüben machen, was sie wollen? Sollen die ihren Staat da hinkriegen? Und so sind wir natürlich heute natürlich vor dieser Situation, in der wir sind. Und das ist als Hintergrund einfach nochmal ein Versuch gewesen, ein bisschen zu erklären, wie die Israelis denken. Denn wie die Palästinenser denken, ist klar, einfach und sehr verständlich. Die sagen, das Land ist uns geraubt worden, wir wollen es zurückhaben, wir haben da schon seit Hunderten von Jahren gelebt und wir möchten schlicht und ergreifend es zurückhaben. Und vor allem, wir wollen einen Platz haben, wo wir unseren eigenen Nationalstaat errichten können. Denn das ist ein Grundrecht jedes Volkes, dass es einen eigenen Nationalstaat hat. Was ganz interessant ist, dass in seiner Rede in der UNO Präsident Abbas gesagt hat, dass sein Volk das letzte Volk wäre, das sozusagen noch unterdrückt ist und keinen eigenen Staat hat. Das stimmt so natürlich nicht ganz. Ich erinnere nur mal an die Kurden, ich erinnere an Tibet. Also auch da gibt es natürlich noch auf der Welt einige Orte, wo Völker sich sicher auch wünschen würden, einen eigenen Staat oder Unabhängigkeit zu haben. So, das war's für heute. Nochmal ein kleiner Versuch zu dieser aktuellen politischen Lage, wo es jetzt auch darum geht, wie es eigentlich nach diesem Antrag der Palästinenser auf eine Anerkennung eines eigenen Staates in der UNO, wie es eigentlich da ist, jetzt nach diesem Antrag weitergehen soll. Und ich verspreche Ihnen, dass das nächste Block mit Sicherheit wieder ein Block voller Bilder wird und weniger mit Karten. Vielen Dank. Der sogenannte Unabhängigkeitskrieg, wie die Israelis ihn nennen. Und die Araber, vor allem die Palästinenser, nennen das natürlich die Nakba, die Katastrophe. Denn damals flohen aus diesem ganzen Gebiet hier Richtung Osten, auch Richtung Süden, Richtung Norden, flohen etwa 600.000, ich sage jetzt mal, Palästinenser, die einerseits, wohlgemerkt, flohen, andererseits aber auch von den Israelis de facto vertrieben wurden. Und in diesem Krieg eroberten die Israelis weitere Gebiete dazu, also mehr Gebiet, als was nach diesem UNO-Teilungsplan ihnen eigentlich hätte zustehen sollen. Und das kann man hier auf dieser Karte erkennen. All das, was hier so violett eingezeichnet ist, ist das, was die Israelis zusätzlich erobert haben. Also wenn man nochmal vergleicht, das hier war vorgesehen,
zum Beispiel als Teil eines arabischen Staates hier in der Negev-Wüste, haben die Israelis erobert. All das hier war vorgesehen als Teil eines arabischen Staates, haben die Israelis erobert. Hier oben mit Nazareth und Akko war vorgesehen als Teil des arabischen Staates, haben die Israelis erobert. Es blieb also übrig, damals nach Ende dieses Krieges, als man dann auch 1949 eine Waffenstillstandslinie gezogen hat, es blieb ein Israel übrig, was heute als sogenanntes Kernland Israel angesehen wird. Denn diese Grenzen waren mehr oder weniger die Grenzen, wie Israel geblieben ist bis zum Sechstagekrieg 1967. Und diese Grenzen sind nicht mehr zur Diskussion. Das ist, wie man das heute nennt, die sogenannte grüne Grenze von 1967. Und wenn beispielsweise Barack Obama, der amerikanische Präsident, davon redet, dass die Friedensverhandlungen auf der Basis der Grenzen von 1967 passieren sollen, dann heißt das im Grunde genommen, diese Grenzen sind auf alle Fälle die Grenzen Israels. Nun haben wir hier also die Situation, ich gehe zur nächsten Karte. Hier haben wir eigentlich nochmal die Situation, die ich Ihnen gerade eben gezeigt habe. Nämlich, dass Israel mehr oder weniger in den Grenzen von 1949, die dann geblieben sind. Das ist jetzt alles hier das Blaue. Und dann sieht man hier in Rosa gehalten, das, was die Israelis 1967 im Sechstagekrieg alles erobert haben. Sie haben von Ägypten die ganze Sinai-Halbinsel erobert, die sie später im Friedensvertrag mit den Ägyptern zurückgegeben haben. Können wir vergessen. Sie haben hier oben die Golanhöhen von Syrien erobert, die nach wie vor in israelischer Hand sind, wurde auch annektiert. Es gab immer wieder Versuche, mit den Syrern zu verhandeln, um da irgendwie Frieden zu schaffen und die Golanhöhen mehr oder weniger zurückzugeben. Diese ganzen Verhandlungen sind immer wieder israelischer Hand sind, wurde auch annektiert. Mal wollte die eine Seite zu viel oder die andere, also irgendwie kommen die miteinander nicht klar und einstweilen ist das immer noch in israelischer Hand. Hat uns auch nicht zu interessieren im Moment für das Thema eines palästinensischen Staates. Bleiben also diese zwei Gebiete, die erobert wurden. Das eine ist der Gazastreifen und das andere ist das hier, was heute als Westjordanland angesehen wird oder bezeichnet wird, oder auf Englisch Westbank. Das aber, darf man auch nicht vergessen, war Teil Jordaniens. 1967 war das noch ein Teil Jordaniens. Also es war in dem Sinne kein Niemandsland, sondern es war einverleibt worden. Damals, als man Jordanien geschaffen hat, den Staat Jordanien geschaffen hat, ist es einverleibt worden als Teil Jordaniens und das sollte sozusagen da bleiben. Gut, dann haben die Israelis das erobert und dann begann die Problematik. Und die Problematik begann eben damit, dass dieser Teil, diese sogenannte Westbank, das Westjordanland, im Grunde genommen das eigentliche Land Israel ist, wo sich eben der große Teil der Geschichte der Tora des jüdischen Volkes in der Bibel im Alten Testament abgespielt hat. Und das ist der emotionale Grund, warum, jetzt gehe ich erstmal zu dieser Karte, warum Israel sagt, wir haben ein Anrecht von alters her, seit 3000 Jahren auf dieses Land, denn das war das Land unserer Vorväter. Und auf dieser Karte, wo wir jetzt noch einmal die Westbank sehen, das Westjordanland, sind die wichtigsten Städte hier eingetragen. Hebron, Bethlehem, Jerusalem, Ramallah, Jericho, Salfit, Nablus, Tubas, Jenin, Tulkarem. Hier befinden sich auch in diesem eroberten Gebiet die größten Heiligtümer des jüdischen Volkes. Das macht das Ganze natürlich emotional einfach nochmal wahnsinnig schwierig. So wie ich Ihnen das letzte Mal, das ja schon im letzten Blog erklärt habe, hier in Ostjerusalem, in der Altstadt, der Tempelberg, wo die beiden jüdischen Tempel standen, bis zum Jahre 70 nach Christus, als die Römer unter Titus dann diesen Tempel zerstört hatten. Und von diesem Tempel steht noch die sogenannte Westmauer, die Klagemauer, das wichtigste Heiligtum der Juden. Zwischen Jerusalem und Bethlehem liegt das Grab der Stammmutter Rachel, also auch ein ganz wichtiger Ort für das jüdische Volk. Hier in Hebron
ist die sogenannte Höhle Machpelah. Was natürlich gesagt wird, ist, wenn es darum geht, ich gehe nochmal zurück zu dieser Karte hier von 1967, dass die Israelis sagen, wenn man also sagt, das hier ist alles willkürlich, also die Israelis nehmen hier willkürlich Land, dann sagen sie, Moment, das war ja mal jordanisch. Und dass das jordanisch war, und dann fängt man auch an, im Bereich des internationalen Rechts zu kommen, es gab international nur zwei Staaten, die anerkannt hatten, dass dieser Teil, also die heutige Westbank, ein Teil Jordaniens ist. Und das waren nur die Briten und Pakistan. Das heißt, dass die Israelis dann dieses Land erobert hatten, haben sie gesagt, dieses Land gehört de facto eigentlich niemandem, weil es wurde international ja nie anerkannt. Da kommen wir jetzt in die ganze Rechtsdiskussion herein, darauf will ich gar nicht eingehen, da bin ich kein Spezialist. Aber interessant ist einfach nur so viel als Information, dass es da sehr verschiedene Rechtsanschauungen gibt. Und aus diesem Grund, sagen vor allem natürlich die Siedler da, hätten sie also sowieso ein Anrecht da hier sich zu siedeln, weil es gar kein erobertes Gebiet ist, sondern oder besetztes Gebiet, wo man ja dann nach internationalem Recht nicht siedeln darf, sondern es ist ja, sagen sie zum Teil, sowas wie Niemandsland, unabhängig von den religiösen Begründungen, warum man hier siedelt. So, und die Jordanier, König Hussein, hat dann irgendwann einmal seinen Anspruch auf diese Westbank aufgegeben. Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, war das im Jahr 88 und gesagt, sollen die Palästinenser da drüben machen, was sie wollen, sollen die ihren Staat da hinkriegen. Und so sind wir natürlich heute natürlich vor dieser Situation, in der wir sind. Und das ist als Hintergrund einfach nochmal ein Versuch gewesen, ein bisschen zu erklären, wie die Israelis denken. Denn wie die Palästinenser denken, ist klar, einfach und sehr verständlich. Die sagen, das Land ist uns geraubt worden, wir wollen es zurückhaben, wir haben da schon seit Hunderten von Jahren gelebt und wir möchten schlicht und ergreifend es zurückhaben. Und vor allem, wir wollen einen Platz haben, wo wir unseren eigenen Nationalstaat errichten können. Denn das ist ein Grundrecht jedes Volkes, dass es einen eigenen Nationalstaat hat. Was ganz interessant ist, dass in seiner Rede in der UNO Präsident Abbas gesagt hat, dass sein Volk das letzte Volk wäre, das sozusagen noch unterdrückt ist und keinen eigenen Staat hat. Das stimmt so natürlich nicht ganz. Ich erinnere nur mal an die Kurden, ich erinnere an Tibet. Also auch da gibt es natürlich noch auf der Welt einige Orte, wo Völker sich sicher auch wünschen würden, einen eigenen Staat oder Unabhängigkeit zu haben. So, das war's für heute. Nochmal ein kleiner Versuch zu dieser aktuellen politischen Lage, wo es jetzt auch darum geht, wie es eigentlich nach diesem Antrag der Palästinenser auf eine Anerkennung eines eigenen Staates in der UNO, wie es eigentlich da ist, jetzt nach diesem Antrag weitergeht. 48, der sogenannte Unabhängigkeitskrieg, wie die Israelis ihn nennen. Und die Araber, vor allem die Palästinenser, nennen das natürlich die Nakba, die Katastrophe. Denn damals flohen aus diesem ganzen Gebiet hier Richtung Osten, auch Richtung Süden, Richtung Norden, flohen etwa 600.000, ich sage jetzt mal, Palästinenser, die einerseits, wohlgemerkt, flohen, andererseits aber auch von den Israelis de facto vertrieben wurden. Und in diesem Krieg eroberten die Israelis weitere Gebiete dazu, also mehr Gebiet, als was nach diesem UNO-Teilungsplan ihnen eigentlich hätte zustehen sollen. Und das kann man hier auf dieser Karte erkennen. All das, was hier so violett eingezeichnet ist, ist das, was die Israelis zusätzlich erobert haben. Also wenn man nochmal vergleicht, das hier war vorgesehen zum Beispiel als Teil eines arabischen Staates hier in der Negev-Wüste, haben die Israelis erobert. All das hier war vorgesehen als Teil eines arabischen Staates, haben die Israelis erobert. Hier oben mit Nazareth und Akko war vorgesehen als Teil des arabischen Staates, haben die Israelis erobert. Es blieb also übrig, damals nach Ende dieses Krieges, als man dann auch 1949 eine Waffenstillstandslinie gezogen hat, es blieb ein Israel übrig, was heute als sogenanntes Kernland Israel angesehen wird. Denn diese Grenzen waren mehr oder weniger die Grenzen, wie Israel geblieben ist bis zum Sechstagekrieg 1967. Und diese Grenzen sind nicht mehr zur Diskussion. Das ist, wie man das heute nennt, die sogenannte grüne Grenze von 1967.
Und wenn beispielsweise Barack Obama, der amerikanische Präsident, davon redet, dass die Friedensverhandlungen auf der Basis der Grenzen von 1967 passieren sollen, dann heißt das im Grunde genommen, diese Grenzen sind auf alle Fälle die Grenzen Israels. Nun haben wir hier also die Situation, ich gehe zur nächsten Karte. Hier haben wir eigentlich nochmal die Situation, die ich Ihnen gerade eben gezeigt habe, nämlich, dass Israel mehr oder weniger in den Grenzen von 1949, die dann geblieben sind. Das ist jetzt alles hier das Blaue. Und dann sieht man hier in rosa gehalten, das, was die Israelis 1967 im Sechstagekrieg alles erobert haben. Sie haben von Ägypten die ganze Sinai-Halbinsel erobert, die sie später im Friedensvertrag mit den Ägyptern zurückgegeben haben. Können wir vergessen. Sie haben hier oben die Golanhöhen von Syrien erobert, die nach wie vor in israelischer Hand sind, wurde auch annektiert. Es gab immer wieder Versuche, mit den Syrern zu verhandeln, um da irgendwie Frieden zu schaffen und die Golanhöhen mehr oder weniger zurückzugeben. Diese ganzen Verhandlungen, Mosul, das stand unter französischem Einfluss. Und hier mit Beirut, also auch mit dem, was Libanon heute ist, die sogenannte direkte französische Kontrolle. So hat man sich das aufgeteilt. Und hier ist sozusagen das alliierte Kondominium, natürlich auch unter britischem Einfluss vor allem, ist hier das eigentliche Mandatsgebiet Palästina. All das hier steht eben auch dann unter britischer Herrschaft. So, und so sah das tatsächlich aus. Und aus dem heraus entwickelten sich dann allmählich die Staaten, so wie man sie heute mehr oder weniger kennt. Palästina selber sah dann unter dem britischen Mandat so aus. Dieses gesamte Gebiet hier wurde als palästinensisches Mandatsgebiet bzw. britisches Mandatsgebiet Palästina bezeichnet. Und Sie sehen, das beinhaltet nicht nur das, was wir heute als Palästina oder Israel und so weiter bezeichnen, sondern es beinhaltet auch all das, was hier als Transjordanien, Transjordan, benannt wird. Und das ist ja auch eben heute ein Teil des heutigen Jordanien. Hier sehen wir bereits Irak, hier sehen wir noch Syrien gemeinsam mit dem Libanon, das war ja alles mal eins, das ist auch erst allmählich zu zwei Staaten geworden, auch der Irak entwickelte sich. Und Sie sehen natürlich, dass diese Grenzlinien hier, weil sie auch so gerade sind, natürlich alle willkürlich gezogen wurden. Und das heißt, dass im Grunde genommen ein großer Teil der Staaten, die wir heute hier im Nahen Osten haben, und so argumentieren die Israelis, mehr oder weniger genauso willkürlich geschaffen würden, wenn man das schon so sagen will, wie der Staat Israel. So, und so, wie gesagt, sah das aus. Also das alles hier unter der Herrschaft der Briten, sowohl das heutige Israel mit Palästina, also da sieht man, hier ist das Tote Meer, hier ist der See Genezareth, das hier, diese natürliche Grenze, das ist der Jordanfluss und dann hier drüben mit Amman, das alles, was dann auch mit Teil des heutigen Jordanien ist. Nun gab es aber, nachdem Juden aus der ganzen Welt schon nach und nach eingewandert sind, nach Palästina, einerseits eben aus zionistischer Überzeugung, dass man wieder einen eigenen Staat braucht, andererseits aber auch, weil man natürlich vor dem Nazi-Terror in Europa fliehen musste. Nun gab es also immer mehr und mehr Juden in diesem britischen Mandatsgebiet. Und was man nicht vergessen darf, im Jahre 1917 hat Lord Balfour erklärt, dass die Juden ein Anrecht auf Palästina als nationale Heimstätte haben. Damit begann der Konflikt eigentlich, wenn man schon so will. Nämlich da haben die Briten als Mandatsmacht bereits gesagt, Juden haben ein Anrecht, hier einen Nationalstaat sozusagen zu errichten. Was natürlich von Anfang an auch den Arabern